Ein herzliches Hallöchen und willkommen zur nächsten Folge von Diablo 4. Hier in Kyovashad bin ich eigentlich leer. Ja, ich bin leer, habe gute Arbeit geleistet. Jawohl. Ich muss leider Gottes, nachdem es ja ein Absturz gab in der letzten Folge, beziehungsweise ich aus dem Server geflogen bin, muss ich wieder dorthin marschieren, weil in der Nähe dort, es in der Nähe überhaupt keinen Reisepunkt oder irgendwas ähnliches gab. Somit reisen und wahrscheinlich, ich werde aber jetzt nicht die ganze Zeit durch, sicher werde ich durchkämpfen so ein bisschen, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Wo ist mein Charakter? Da oben. Ja, ich muss nach oben, Leute. Jo, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit durchkämpfen. Aber ein bisschen halt, um mich ein bisschen durchzumetzeln, okay. Denn, ihr Lieben, du, RCS-Berater, werden jetzt Folgendes machen. Ja, na logisch. Folgt's mir, haha, ihr kommt's nicht runter. Kommen die eigentlich mit runter, Leute? Keine. Jawas. Finde ich fein. Die müssen schon weg. Wow. Aber die teilen schon ordentlich aus. Ich finde diese Dinge schon cool. Wow. Diese Phantome. Also die sind schon sehr lästig, die Phantome, muss ich ehrlich sagen. Da nach oben. Da haben wir eine Galgenrebe. Ja, erweitern kann ich meine Tränke momentan. Aua. Momentan aua, genau. Also ich liebe das Spiel wirklich sehr. Und also es ist momentan mein... Ja, ich habe... Aber das sage ich bei vielen Spielen, aber es ist auch wahr, nämlich, Leute. Also ich habe wirklich viele Lieblingsspiele, also einige. Und das muss ich schon ehrlich zugeben. Also Diablo allgemein, 2er, 3er, 4er Teil, zählen zu meinen Lieblingsgames. Ich habe kaum noch Energie. Und ja, natürlich auch Gothic 1 und 2. Ja, da muss ich schon durchkämpfen, Leute. Brauche mehr Zeit. Ach, Schach, du Ahnde. Ist aber nicht ohne, muss ich ehrlich sagen. Brauche mehr Zeit. Mal von weitem ein bisschen kämpfen. Super, einfacher Bogen. Nö, brauche ich einen einfachen Bogen? Keine Ahnung. So. Gehen wir mal darauf. Gut, so, also was ist meine nächste Aufgabe? Lest hier oben rechts. Nehmt das Urteil von Inarius an. Oh mein Gott. Kann ich die Eier nicht? Uah! Stützpunkt in der Nähe. Ah! Leute, Leute! Da unten, schaut mal, da ist ein Stützpunkt. Wo bin ich da? Mal nur so schneidend geworden, selbst für diese Gegend. Oh, oh mein Gott. Erfrorene Wache, was ist da los? Seelenschuss. Was ist da los? Okay, ich gehe raus da. Nein, Leute. Ein Stütz. Punkt. Malnok, finde heraus, woher der Sturm kommt. Was ist das? Oh Gott. Stufe 27? B
bin ich ja schon. Nö. Nein! Ah, nö, nö, Leute. Noch nicht. Nö, das ist ab Stufe 27 so eine Herausforderung. Ach du Schande. Da, glaube ich, habe ich noch nicht wirklich was verloren. Serak Entrückung. Okay. Ah, ich bin so konzentriert gerade. Ah, da oben haben wir... Was haben wir da oben eigentlich? Schau doch mal, da ist was. Leute! Cool, schau doch mal. Was haben wir entdeckt? Hey, Zuflucht des Bärenstammes. Ich habe da einfach eine Zuflucht entdeckt. Heile ich mich mal. Cool. Dann weiß ich, wo ich das nächste Mal weitermache, Leute. Zuflucht des Bärenstammes. Ah, wieder diese Würge. Würge. Betrete das Alabasterkloster. Oh, ah ja, genau, da war ja was. Ja, Leute, weil ich ja einfach, weil das ja abgestürzt ist. Ja, da bin ich ja stehen geblieben, genau. Ich bin bald demnächst Level up. Ja, Leute. Das ist cool. Keller? Cool. Was haben wir da für einen Keller? Heiligenrast. Machen. Ein Keller, Leute. Ein Keller. Oh, säubert den Keller. Wird sicher nicht einfach. Ich habe keine Energie mehr. Ich brauche mehr Zeit. Kann ich? Oh! Leute! Ich bin noch nicht bereit. Passt. Ah, na bitte. Haben wir geschafft, Leute. Gold, Junge. Haben wir da was Neues? Oh. Dornen geht aber weg. 600 Rüstung. Oh mein Gott. Adelsarbeit. Eine gesamte Rüstung plus 5 alle Werte. Sockel wäre aber gut. Ich weiß nicht. Leute, ja. Lege ich an, Leute. Oh, da haben wir auch was. Gehen in der Nähe. Nö, Leute. Nicht so wirklich so da. Na bitte. So. Was erweitere ich? Ich würde einmal sagen. Pfeilhagel. Pfeile abgrenzt 60. Okay. Physisch erfordert eine Distanzwaffe. Eine ultimative Fertigkeit. Da haben wir oberster Pfeil. Die Wirksamkeit von den Versionseffekten, die von Pfeilern erzeugt wurden, ist um 20% erhöht. Nehme ich mal. Den Pfeilhagel auf jeden Fall erhöhen. So, passt. Gehen wir mal ins Kloster. Keller ist fertig. Betrete das Alabasterkloster. Ist es noch weit weg? Nö, da unten ist es schon.
Serak, Entrückung. Ah ja, da unten. Nein! Servus! Genau. Engelshauch, Leute. So, gehen wir ins Kloster. Was ist das da? Reliquia. Oh, Gold. Alles zerhauen hier. So, da oben, oh Gott. Da oben ist es. So, da, na, na, machen wir das. Betrete das Alabasterkloster. Wartet mal ganz kurz. Für ein Thumbnail. Das wäre, ja, für ein Thumbnail, Leute. Soda! So, gehen wir weiter. Wir betreten das Alabasterkloster, Alabasterweißes Kloster. Leute, oh Gott! So, gehen wir rein da. Türe auf! Was erwartet uns im Alabasterkloster? Oh Gott. Er klimmt die Stufen der Halle des Aufstiegs. Leute. Es ist ruhig. Kniet vor ihm nieder. Ja. Und denkt daran, dass ihr klein seid. Unendlich klein. So klein? Hallo, warum muss ich knien? Nein, nein, es geht nicht ums Niederknien. Es geht um Wunder, Ehrfurcht. Das Licht selbst, die Göttlichkeit selbst strömt aus diesem Raum. Obwohl mein Fleisch kalt und taub ist, ist mein Geist warm vor Ehrfurcht. Was können wir tun, außer niederzuknien? Ein Bier saufen, Sollte Inarius nicht in Korbala sein? Das war er, bis die süße Poesie der Prophezeiung erklang. Um ihre Botschaft zu ergründen, pilgerte er tief in das Herz Sanctuarios, auf dem Weg zu... Nun, das sollte ich nicht sagen. Dann halt's Maul! Auf dem Weg, Tommy! Es schmerzt mich, die Wahrheit seines Lichts zurückzuhalten. Doch ich spüre es in euch, Pilgerin. Er ist aufgebrochen, um mit Ratma zu sprechen, dem ersten seiner Kinder, dem wahren Urheber der Prophezeiung. Er tauchte, bewaffnet mit heiliger Überzeugung, auf. Eine heilige Schlacht inmitten der Prophezeiung, die durch seine Klinge gewonnen werden sollte. Seitdem meditierte er hier über Jahre und bereitete sich darauf vor, sich offen seinem Schicksal zu stellen. Du, na bitte. Woher wisst ihr so viel über Inarius? Woher weiß man von der Wärme der Sonne? Der Liebe seiner Mutter, der Schönheit eines Liedes. Seine Präsenz ist ansteckend. Sie kriecht in eure Seele. Ohne Glaube sind wir leer. Ein leerer Brunnen. Die Frommen füllen ihre Becher mit Gebeten.
meiner fließt von seinem Licht über, so nah, so rein. Ich bin verändert. Ich bin nichts. Ich bin besser. Ist das nicht wunderschön? Oh, wunderherrlich. Und es halt den Mund, ey. Leute, so. Dann gehen wir mal darauf. Wir sollen die Stufen erklimmen. Oh. Gibt's da irgendwas Schönes? Unser Vater Inarius ebnete diesen Boden, öffnete diesen Himmel und erschuf Sanctuario aus dem Segen des Weltensteins. Leute! Gehen wir weiter rauf da. Ich will das jetzt nicht alles lesen. Ich glaube da... Oh mein Gott. Leute, was haben wir da? Bossgegner, oh Gott. Durchschreite das Portal des väterlichen Glanzes, um euch Inarius zu unterwerfen. Oh, unterwerfe mich, Inarius. Aber warte mal, was ist da? Ich muss schon mal ein bisschen umschauen, Leute. Ja, ich möchte an dieser Stelle, bevor ich da weitermache, mal schauen, habe ich Ausrüstung. Dann einen lieben Gruß lasse ich da an gewisse Personen, und zwar an meine Mutti. Hallo Mutti, ich hab dich lieb. An den lieben Arisorius, hab dich auch lieb. Servus. Arisorius und ja, an alle anderen, die du sonst noch schauen, Flammenherz spielt, Alexa zockt, Marcel darf es und dann andere auch noch, die da zuschauen. Jo, so, oh mein Gott, so, dann gehen wir zu Inarius Teil 3, kennt ihr ja? Oh Gott. Vergebt diese Störung, aber... Sagt mir, was ihr braucht. Ich muss den Schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen, sind meist unterschiedliche Dinge. Ich dachte einst, ich könnte diesen Krieg beenden. Doch es gab keine Lösung, nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat, von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und doch verrottet sie im Inneren, wie ihre Schöpfer. Aber ich... Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist schwach. Und diese Welt ist an die Kreuzzüge der Unwürdigen verschwendet. Ich kann sie stoppen. Die Audienz ist beendet. Oh mein Gott. Zurück nach Korvala. Na super. Jo. Leider Gottes haben wir seinen Segen nicht bekommen. Sprecht mit Mutter Oberin Brava in Korvala. Ah, Leute. Das ist eine Schande, ist das. Es muss sich wieder zurück. Nach Korvala. Oh. Der gibt mir seinen Segen nicht. Ja, ohne den Segen von ihm bekomme ich den Segen von ihr nicht. Das ist ja blöd, Leute. Das ist Mobbing. Korvala. Gehen wir mal da raus. Ah. So, sprecht mit Mutterin. Oh, Mutterin. Mutter. Jedes Mal Mutterin. Was habe ich da? Jedes Mal Mutter. Drin. So, ihr Lieben, dann gehen wir mal zurück, weil das ist eigentlich der gleiche Weg, wenn ich jetzt da mich dorthin teleportiere.
und dann von dort gehe oder da gehe, ist wurscht. Der gesalbte Aufstieg. Jo, Stufe 26. Freu mir. Jo, da muss ich auf jeden Fall einmal... Was haben wir da? Hey, Treter, Treter. Leute! Da ist auch noch was. Ja, Gold eingesteckt, Leute. 26er Stufe. Ich bin noch nicht weit, Leute. Ah, Eisenerz. Dann haben wir wieder so Beeren. Beißbären. Scheißbären. Wie ich sie nenne, Leute. Genau. Jo, also jetzt sage ich, es ist zu ruhig und da kommen Gegner. Das war letztens schon so. Leute, deshalb halte ich jetzt mal meinen Mund. Ich bin einmal gespannt, ob ich da was kriege. Nö. Entschuldigung, Leute, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kriege ich da Knochen oder so. Weil bei gewissen... Oh, Keller! Weil bei gewissen Viechern, Leute, bekommt man nämlich Ressourcen eingeschützter Höhle. Cool, machen wir. Machen wir diesen Keller. Ja, diese Folge ist gleich raus und dann die nächste Folge und dann ist die Session schon wieder vorbei. Ich gehe mal, ich säuber mal diese Mine da. Oh, diese Höhle. Diese Hölle, Leute, diese Hölle. So, ich muss da erst einmal bereithalten. Oh mein Gott! Nicht genug Energie. Hui! Aber nicht ohne da. Oh mein Gott! Ich brauche mehr Zeit. Keine Leben mehr! Oh. Ich schaff's aber. Ich schaff's. Bist du schon einmal. Das ist Wahnsinn! Ah. Das Coole ist, die weg sind, bleiben weg. Das ist das Coole an dem Ganzen. Die ich erledigt habe, die bleiben auch erledigt. Ich habe keine Energie mehr. Boah, das war jetzt schnell. Was ist denn das für ein Keller, Leute? Oh mein Gott! Noch nicht bereit. Ich habe keine Energie mehr. Warte mal. Ich schaff's. Also die Fledermäuse verbinden sich zu einer einzigen extremen Ding da. Ich brauche mehr Energie. Leute, ich kann mich nicht bewegen! Ich brauche mehr Zeit. Boah, ich habe mich ja geheilt! Ich habe genau darauf geklickt, wie ich, als ich gestorben bin, Leute. Ich schaff das, Leute. Ich schaff das. Meine Rüstung. Oh, Leute, meine Rüstung ist schon fast kaputt. Ich schaff das. Ich hab nicht genug Energie. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Leute, also dieser Keller. Oh mein Gott! Ich schaff's, Leute, ich schaff das. Aufgeben tut man nicht. Das sagt meine Mutter auch immer. Hallo Mutti. Aufgeben tut man nur einen Brief oder eine E-Mail. Aber niemals. Ah!
Ich kann mich bewegen, weil ich war. Ich hab's aber lapas. So, ich hab's gleich, Leute. Ich hab's gleich. Na bitte. Oh Gott. Meine Sachen sind kaputt, Leute. Kann ich die wieder beleben? Also wieder reparieren oder? Ich brauche mehr Zeit. So, da haben wir nicht mehr viel. Ich habe keine Energie mehr. Jawohl, super. Leute. Haben wir das einmal. Fertig. So, ihr Lieben. Gut, na bitte. Dann würde ich einmal sagen, ihr Lieben, es geht dann in der nächsten Folge weiter. Es ist super. Bin zwei Mal gestorben, aber ist mir wurscht. Nach Khor Valar gehe ich jetzt. Da reise ich einmal hin. Also, ich stelle mich einmal irgendwo in Khor Valar in Sicherheit. Oh, schaut einmal. Wow, ich liebe diese Ding. Mehr Zeit. Weg, 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 weg. Ui, das ist cool. Macht Spaß, es macht voll Spaß, Leute. Ist das arg? Ja! Verpasst. Das ist Wahnsinn. Es ist einfach unglaublich. Ah, Leute! Lass mich in Ruhe, ich bin Arzt. Bist du wahnsinnig? Nur ich werde jetzt nicht alle machen. Die Folge hat Überzeit. No, macht aber nichts, Leute. 25 bis 30 Minuten eine Folge ist schon voll okay. Das ist weit weg. Sprecht mit Mutter Oberin. Ja. Oh mein Gott. Weil mein Schwert ist nämlich kaputt, Leute. Das muss ich reparieren lassen. Da bin ich. So! Ich bin in Khor Valar. Da gibt es leider keinen Schnellreisepunkt, Leute. Ich bin in Khor Valar. Da gibt es sogar noch eine Nebenquest, Leute. Ich bin hier sicher. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Auch wenn eine Überzeit ist, macht ihr nichts. Bis zum nächsten Mal. Sei weiter dabei. Game over. Ciao.